Herzlich willkommen zurück zur 20. Folge Odyssey im König des Auftrags. Nein, Odyssey im Auftrag des Königs. Nein, ich bin noch ein bisschen verwirrt und geschockt, weil ihr seht wahrscheinlich jetzt, dass die Inventaranzeige wieder richtig funktioniert, beziehungsweise fast richtig, bis auf das alte Buch über Edelsteine. Da sehe ich nichts. Aber ansonsten war der Großteil, vor allem Brot, Käse, Äpfel und diese Fleischsachen und diese Suppen, die waren alle nicht dargestellt, nur mit so blauen Klecksen. Ich darf nochmal im Vorfeld erwähnen, ich hatte, danke für eure Kommentare und Tipps, die SMAA deaktiviert, was man hier auch sehen kann. Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob der Cursor das, aber ihr seht hier, SMAA ist deaktiviert. Und die Tessellation, die habe ich auch deaktiviert, was man hier sehen kann. Ne? Ich hoffe, dass das angezeigt wird beim Rendern. Die ist weg. So. Damit die Inventaranzeige wieder richtig angezeigt wird, aus einem aktuellen Spielstand, muss ich jedes Mal das Spiel neu starten. Dann die Sachen von der Truhe oder aus der Truhe oder vom Tisch nehmen und dann mal kurz anzeigen lassen. Und dann kann ich den aktuellen Spielstand, wie ich es hier gemacht habe, kann ich wieder einladen. Dann habe ich wieder... Das ist mal wieder typisch. Ja, hier, die Wurst wird auch angezeigt. Dann habe ich wieder einen korrekten Inventaranzeige. Eine korrekte Inventaranzeige. Ja. Ich habe was so sieht's aus. Also, wir gehen jetzt mal in die Burg. So. Bis ich das herausgefunden habe. Also ich hatte ja zigmal das System Pack D und wieder drauf und alles weggemacht, was nicht zu Odyssey gehört. Irgendwelche anderen System Packs und so, solche Geschichten. Ja, das war ziemlich anstrengend. Und jetzt habe ich diese Alternative herausgefunden. Also neues Spiel starten, kurz die Sachen nehmen, Wurst, Brot, Käse. Ja, und dann hier den aktuellen Spielstand laden. Und dann wird es wieder richtig angezeigt. Gut, ich brauche Schlüssel. Beziehungsweise Dietrich. Glaubst du wirklich? Danke für den Tipp mit Ralf, der wohl hier stehen wird. Ja, Der arme Kerl kann einem leid tun. Na, dann zeig mal deine Dietriche. So, 55. Gold 22? Aha. Wie viel kostet denn Dietrich? 10. Na, da kann ich ja nicht. Oh, stopp mal. Moment. Moment. Ich habe ja noch, glaube ich, einen Lederbeutel nicht ausgepackt. Ja. 100 Gold. Na, da lassen sich wieder ein paar Dietriche wieder mal kaufen. Und da müssen wir mal sparsam mit umgehen. Na, dann zeig mal deine Dietriche. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Hat er denn davon schon? Achso. So, wie viel nehmen wir denn mal? 54. Das war doch klar. Ach, ich nehme noch mal 10 Stück. So, kann man was bei ihm verkaufen? Ich glaube nicht, dass ich daran was ändern. Was könnte ich denn zu ihm geben? Meine Meinung kennst du ja schon. Zu ihm geben? Was kann ich denn ihm geben? Alte Waffen, die ich nicht brauche oder sowas. Ich hätte das nicht. Eine rostige Axt, was kriege ich dafür? 6. Spitzhack, oh. 45. Dann kriegt er von mir eine Spitzhacke. So. Okay. Vielleicht gibt mir jemand anders mehr für meine Sachen. So, warum habe ich mir Dietriche geholt? Ganz einfach, aus dem einfachen Grunde, weil ich noch die Turmtruhe knacken möchte. Ich hab so einiges. Manna. So. Weil wir brauchen Manna. Nicht vergessen. Dorf. Und. Ups. Oh ja. Und schon kommen die Mädels zu mir. Das ist doch nett. Ach ja. Bam. Er erzählt alles weiter. Also, hier noch einmal das Tamsche. Mit dieser Truhe, die ich in der einen Folge nicht knacken konnte, weil ich zu doof war.
So, zwischenspeichern. Und dann, wie war das nochmal? Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Weiß ich nicht mehr. Na, gucken wir mal. Rechts, rechts, links, links, rechts. Also rechts, rechts, links, links, rechts. Okay. Rechts, 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 links, links, rechts, links. Das hätte ich dir vorher sagen können. Aha. Rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts. Oh, 150 Belge, das hat sich gelohnt. Und Ring der Gewandtheit, aha. Glaubst du wirklich? Das gibt bestimmt ein bisschen Geschick. Erzähl mir nichts, ich kenn so Bums. Oh, gucken wir mal. Kann ich den Ring der Gewandtheit anlegen? Da ist, nee, das ist... Ja, so sieht das besser aus mit der Inventaranzeige. Da ist er. Geschicklichkeitsbonus 3. Ja... Ein bisschen knauserig, ne? Mal gucken wir mal überhaupt, was wir hier haben. Also, wir haben jetzt Geschick 22, Stärke 24. Noch 0. Das hätte er auch selber wissen können. Lernpunkte. Okay, okay. Nochmal nachgucken. Was steht im Tagebuch Kundschafter? Ach ja, das war das mit dem Boot. Da war doch noch was mit dem Schlüssel vom Marbot, ne? Wo ist der Marbot-Schlüssel? Doof oder was? Ne, irgendwie was mit dem Schlüssel vom Marbot war da. Keine Gucken Ahnung, wir nochmal nach, ob ich den hab. Burgmannschaft. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, das ist ein roter Hafen. Da ist er. Schlüssel vom Marbots Zimmer und Olex Schlüssel. Möglich ist alles. Gut, dann werden wir mal wieder Mana mampfen müssen. Mana Mampfer. Man erzählt sich ja so einiges. So. Da muss man noch mal zuhören. So, dann das geht's hätte wieder zum er doch besser wissen müssen. Das geht zur Burg. Dann wollen wir mal Marbots Zimmer. Auch habe ich diesen Tipp auch aus dem von meinem Kanal bekommen. Von unserer lieben Community. Draußen ist wieder schönes Wetter. Es soll aber regnen. Hier ist auch schönes Wetter. In unserem Spiel. So. Das wird sich nie mehr sein. Das heißt, wir gehen wieder mal. Warum erfahre ich das jetzt erst? Herr Gunther, hier rüber. Das Gleiche. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Man erzählt sich ja so einiges. Dann. Ich hätte das nicht gedacht. Geht es irgendwo hier hoch? Bis ich aufgehalten werde von einem Ritter. Ich meine, es ist Volker. Irgendwann muss ist das Volker? Ja. Warum erfahre ich das jetzt erst? Hey, Moment mal, Roland. Hey. Was willst du denn in Marbots Stube? Ich wollte... ich habe die Erlaubnis hierzu. Die Erlaubnis? Davon weiß ich ja gar nichts. Na, hätte ich sonst den Schlüssel? Da hast du natürlich recht. Klar kannst du in Marbots Stube. Okay, es war Walter, nicht Volker. Okay, wenn er mir die Erlaubnis gibt, das ist gut. Dann gehen wir mal rein. Aber vorher mal ein bisschen Armschmeicheln hier. Ja, es ist ein bisschen besser jetzt mit dem Inventar. Also es macht auch wieder, motiviert auch wieder ein bisschen. So, jetzt sind wir drin. Schauen wir mal, was gibt's denn hier alles so im Marbots Zimmer? Oh, der hat eine tolle Einrichtung hier. Guck mal. Super, Schränke. Dann eine Harpiengemälde. Und eine Buchkommode. Ich nicht, doch jetzt. Die alte, was? Burgbibliothek. Die Bibliothek der Burg wurde vor 500 Jahren von Magiern des damaligen Fürsten angelegt. Sie umfasst eine Vielzahl besonderer Werke. Hauptsächlich dienen diese dem Studium der alten Magie. Die Grundlage für die spätere Runen- und Spruchrollenmagie wurde seit der Zeit König Robert I. wurde die Bibliothek von den Magiern des Feuers verwaltet. Die viele wichtige Bücher nach Myrtana schaffen ließen.
so dass auch noch wenige bedeutende Werke zu finden sind. Da die Bibliothek von Athanos an Bedeutung verlor, wurde diese nur noch bis vor etwa 15 Jahren vor dem derzeitigen Zweiten Ohrkrieg genutzt. Der Zugang derselben wurde schließlich von dem letzten Feuermagier, der auf Athanos weilte, aus eben erwähnten Gründen unzugänglich gemacht. Erst vor kurzem hat sich herausgestellt, dass dieser Magier, dessen schmachvollen Namen wir nicht nennen wollen, unseren Gott Innos verraten und sich Belia zugewandt hat. Möge Innos ihn dafür strafen. Leute, das ist doch Saiyan, ne? Ist damit bestimmt Saiyan gemeint. So, dann haben wir die alte Bibliothek. Gucken. Ja, richtig. Interessant. Das ist das Buch, welches wir eben lasen. Und mal gucken, vielleicht gibt es hier auch... Nee. Aber das könnte ein Hinweis sein auf diesen merkwürdigen Saiyan, der noch auf Athanos lebt. So, was... Was ist denn das? Also, für ein Badezuber ist es zu klein. Wer ist denn das? Wen haben sie denn da hingeballert? Lord Sintra. Kann ich den anlabern? Nee. Ah, das ist Lord Sintra. Okay, gut zu wissen, dass das Lord Sintra ist. Oh ja, oh, eine dicke, fette. Ein Brot. Apfel. Käse. Schinken. Ja, schön. Ach, ein Himmelbettchen hat er auch. Super. Was ist denn hier? Ist das ein Schalter? Ach. Und nu? Hello? What the hell was happening? Weiß ich da? Was ist denn jetzt passiert, Leute? Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt echt hochinteressant. Ich habe hier gerade eben hinter dem Bett ein Schalterchen gefunden und... Hä? Mal gucken, vielleicht ist es ja ein wiederkehrender Schalter. Also nicht nur ein Einwegschalter, sondern ein wiederkehrender Schalter. Los, komm. Okay, es ist ein wiederkehrender Schalter. So, was passiert jetzt? Wo ist was? Ist hier irgendwas aufgegangen, abgegangen, weggegangen? Bin ich blind? Ja, ich bin blind. Nö. Der ominöse Schalter in Marbots Zimmer. Moment mal. Schalter, Bett. Nochmal ausprobieren. Das Bett hat sich verschoben, oder? Nein. hier irgendwas? Nee, das wäre blöd. So, mal gucken. Marbots Truhe. Na, toll. Okay. Links. Rechts. Links. Rechts. Okay. Links, rechts, links, rechts, rechts, links. This is very much gold. 300 gold. Und ein Büchlein. Jetzt habe ich so schnell gedrückt, da konnte ich das Büchlein noch nicht lesen hier. Was haben wir denn für ein lustig Büchleinchen hier? Und zwar das Buch über die südländische Verteidigung. Aha. Aha. Die südländische Verteidigung. Die Südländer kämpft nun mehr weniger mit Kraft Nordmannes als Nordmannes, als mit seiner Begebenheit, Behändigkeit, Gegenangriff, Blub und Blät. Das sieht aus, als würde ich jetzt mal eben auf die Tour wieder absteigen müssen. Sieht aus, als hätte ich doch tatsächlich noch meine Grundausbildungspunkt gekriegt. Ich habe Bruno mitgeteilt. Achso, ich habe das Buch. Nee, okay. Naja, gut. Südländische Verteidigung gab es dann irgendwie hier so ein bisschen Stärke, Schwäche. Ne? Geschick auch nicht. Gut. Okay. Das war ergiebig, aber. Das mit dem Schalter, das fuchst mich. Wo ist jetzt die Geschichte mit dem Schalter? Was tut sich da?
Was? Aha. Da ist noch so ein grüner... Nee, was ist das denn hier? Das ist doch auch einer. Ja, und jetzt? Hat sich was geöffnet? Es hat sich was geöffnet. Aber wo? Wo? Ah, siehste? Wusste ich's doch, Lord Sint. Hallöle. Oh, hier, sein Kifferzimmer hier. Also der lässt sich echt gut gehen. Guck dir das an. Paladin 2 Hände. Wein. Wein. Oh, hier kann man schön was abstauben. Oh, natürlich, lange hier Stängel, Sumpfkraut. Ah, da muss ich doch mal hier, ne? Oh, Tabak, ja. Mittlerer Lidlbeutel. Mittlerer Lidlbeutel. Nein, Was ist denn hier? Ein Lederbeutel. Ah, klingeln ein paar Münzchen drin. Das ist gut. Was haben wir hier noch? Das ist Krautinger Tabak. Was haben wir hier? Pilztabak, Honigtabak. Roter, doppelter Apfel. Ich bin begeistert. Marbot. Und wieder eine Marbot-Truhe. Okay. Gucken, vielleicht gibt es Erfahrung, wenn ich hier mal Runde Sischer. Shisha rauch. Ach so, ein Tabak rauchen. Ja, gucken wir mal. Westwasserpfeife. Apfeltabak rauchen. Du fühlst dich entspannt. Okay. Doppelten Apfeltabak rauchen. Passiert nichts. Willst du Tabak rauchen? Ja. Moment mal, wahrscheinlich muss ich erstmal wieder von dem. Und der Shisha wieder runter. Vielleicht hat er eine Quest bekommen. Es hieß doch Quest. Der Alchemist, geheimes Reiseziel. Wie ist die Quest eben? Taucherquest oder so weiter oder wie oder was? Dann gucken wir nochmal auf allgemeine Infos. Da. Da, wo kaum jemand hinguckt. Also hier nochmal. Immer unter allgemeine Infos gucken. Die Wasserpfeife. Ich habe mir sagen lassen, dass Rauchen von bestimmten Tabaksorten eine besondere Wirkung haben soll. Beim gewöhnlichen Apfeltabak habe ich nichts feststellen können. Doch wie sieht es bei den anderen Sorten aus? Dann probieren wir noch mal ein paar andere Sorten. Ein paar andere Sorten. Tabakrauchen, was... Oh ja. Doppelten Apfeltabak. Nehmen wir jetzt mal Pilztabak. Mal gucken. Du fühlst dich wie immer... Ruhig und ausgeglichen. Das. Okay. Sumpftabak. Mein Gott, voll die Dröhnung. Da ist auch wieder nichts. Eigentlich muss ich immer wieder aufstehen und nochmal neu anwählen, das Ding. Oh, das wird heute voll die Raucherfolge. Dabei bin ich Dampfer. Ja, hier nochmal Quest Wasserpfeife. So, Pilztabak rauchen. Fühlt sich ruhig und ausgeglichen. Ah, Geschicklichkeit plus 1. Ah, super klasse. So. Ist das klasse. So. Jetzt, wir wollen natürlich alle Sorten durchprobieren. Wir geben uns heute die volle Dröhnung. So, doppelten Apfeltabak, Honigtabak. Mal gucken. Fühlst dich entspannt. Ja. Sonst nix. So. Nochmal wieder aufstehen und ein bisschen Sit-Ups machen. Apfeltabak haben wir ja geraucht. Doppelten Apfeltabak. Apfeltabak. Fühlt sich wie immer aus. Okay, gut. Also hat uns das Ganze einen Punkt, einen Geschicklichkeitspunkt gegeben. So, Marbots 2 werden wir mal. Auch mal knacken. Ja. Also noch mal gucken. Hallo? Na, jetzt. So. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links.
rechts, links. Uiuiuiuiui. Das war ich nie. 3000. Ja, wie wird Samson immer sagen von der Sesamstraße? Uiuiuiuiui, jetzt noch ein Kakao und ein paar Würstchen, ne? Also Leute, das ist ja richtig geil. 2567 Jolt, dafür kann ich mir was kaufen, ne? Tolle Sachen kann ich mir dafür kaufen. Ja, Marbots Zimmerchen, ne? Das war richtig ergiebig hier. Ich bedanke mich. Marbot. Ja, das war ja echt cool. Das war echt super gut. Ich bin echt beeindruckt. Das ist ja klasse. Oh, und draußen regnet es wieder. Da auch? Nee, da scheint noch die Sonne. Irgendwann müsste es ja so kommen. Sodele. Müssen wir mal gucken, was wir für Möglichkeiten haben. Gucken, was kann man ihnen denn hier abkaufen? Ich kenne sowas. Bruno, oder ich kann ihm mal was verkaufen. Zeig mir deine Ware. Was ich nicht brauche. Okay, oh, Paladin Zweihänder. Ja, da brauche ich aber Pfeffer im Arsch. So, ach, frostige Axt. Wert 6, aber auch nicht mehr. Nicht weniger. Was nehmen wir den? Ach ja, okay. Kriegt er mal 2 Äxte. So, dann haben wir hier ein Beil. Brauchen wir das? Ja, vielleicht. Kurzschwert der Miliz, das war mein Anfangsteil. So, dann hier ein Kurzbogen. Noch ein Kurzbogen. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Ach, ich habe noch 15 Feuerpfeile. Ach ja, da habe ich auch einen Tipp gekriegt, wie ich die anlege. Zwar sollte es so sein, dass ich dann den Bogen wieder ab und wieder annehme. Und dann kommt nochmal die Frage, welchen Pfeil... Das können wir alles gleich machen. So, okay, das soll es erstmal reichen. Super. Ein bisschen Kohle hier machen. Das ist ja aber 3000 Gold. Glaubst es denn? Na, bleib da nicht hängen. So, sollte ich nochmal zum Brünen? Ritter, Ralf. Warum erfahre ich das erst jetzt? Komm, Ralf. Hey! Die labern alle durcheinander. Ja, dann zeig mal deine Dietriche. Ich glaube, ich glaube nicht an Rathinos Wille. Das ist doch kein Ich frag ja keiner. Ich kann das nicht glauben. Was ist das denn schon wieder her? Meine Meinung kennst du ja schon. So gut. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Okay. Daran wird sich nie etwas ändern. Warum wird das war doch keiner auf mich? So, was mit Oliver? Nein. Das war genauso wie du sagst. Danelun. Erik. Volker. Marbot. Oh! Hey du, jemand hat behauptet, dass er dich in meinem Zimmer gesehen hat, stimmt das? In eurem Zimmer, Kommandant? Das muss ein Missverständnis sein. Der Raum ist doch immer verschlossen. Er war verschlossen. Jemand hat meinen Ersatzschlüssel entwendet. Weißt du etwas darüber? Nein. Und von dem Geheimraum weißt du wohl auch nichts. Meint ihr etwa die alte Bibliothek, die schon lange unzugänglich ist? Nein, die meine ich nicht. Jemand war in meiner Truhe gewesen und hat... Ach, das gehört nicht hierher. Wenn ich den Kerl erwische, dann wird er lebenslang im Kerker zubringen, verstanden? Na, dann viel Erfolg. Jo. Kann man noch was sagen? Ja, da haben wir uns schön ausgeredet. Herrn Marbot. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Stopp. Büchsenmacher an heuren alte Geschichten, versunkene Alchemisten. Ja, da müssen wir noch irgendwie was machen mit dem Alchemisten. Wir wissen, wer das ist. Das kann nur Sayan sein. Ja, das war ja echt eine lustige Geschichte. Die Wasserpfeife, das Tauchen, Wachdienstordnung auf Athanos. Das sollte ich auch mal gucken. Vielleicht kann ich da noch was machen. Das Betreten der alten Goldmine. Achso, rote Mine wurde vom Kondanten erboten. Okay. Ja, wie sieht's denn jetzt eigentlich mit unseren Erfahrungspunkten aus? Sorry. Mir fehlen immer noch so viele. 725.
Ne? Ja, beim letzten Mal habe ich 1000 unterschlagen, beim vorletzten Mal. Gut, okay. Jetzt gehen wir woanders hin. Das ist ja ein Ding. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Bin ich mal eine ganze Latte weitergekommen, aber Ralf, irgendwie fehlt mir noch jemand. Ich wundere mich aber gar nicht. Achso, ja. Das gibt doch nur, wir gehen mal eine Runde pennen. Das höre ich zum ersten Mal. Weil es ist, dämmert ja schon. Es dämmert sich da rum. Ach, schön diese Dämmerung. So. So, ist das jetzt hier? Ich vertue mich laufend. Ich dachte immer, hier könnte man ein Bettchen vorfinden. Aber nein, stattdessen schlagen wir ein paar Salti. Naja, das sind mehr Abrollübungen. Na. Jawohl, Gunther, hier kommt bitte mal runter. Habe ich eigentlich Gunthers Truhe schon geöffnet? Ja, aber ich würde immer mal nachgucken. Ne? So, und dann machen wir mal bis zum nächsten Morgen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Jetzt eine Schüssel Müsli. Hm. Alte Geschichten, versunkene Flotte, Alchemist, geheimes Reiseziel, das Horn eines Schattenläufers, Reim und Schlaf, Grundausstellung. Bruno sollte ich mal nochmal gucken, vielleicht gibt es da irgendeine Freischalte. Will ich jetzt mit Marbot und überhaupt. So. Bruno, hallo. Wegen der Grundausbildung? Na, das wird nichts werden. Ja, was ist... Was ist damit? Aha, Praxis Einhand abgeschlossen. Ich denke, dass meine Erfahrungen mit der Einhandwaffe ausreichend sind. Ja, das stimmt. Dieses Ausbildungsziel hast du erreicht. Okay, dieses Ausbildungsziel hast du erreicht. Einhandwaffen. Das war doch wohl das Buch, ne? Würde ich mal so sagen. So, mal gucken. Grundausbildung. Jetzt habe ich die Grundausbildung nur im praktischen Gebrauch mit der Einhandwaffe abgeschlossen. Das könnte sein, dass wir dann halt eben beim Kämpfen mit den, Das bringt mich auf eine Idee, Leute. Und zwar, Nagelkeule, okay, der macht immer nur noch 25 Schaden. Wie viel Stärke habe ich denn eigentlich? Ich habe ja nur 10 Stärke. 40, nee, das ist das. So viel habe ich nicht. Stärke habe ich mal gerade 24, das bringt nichts. Obwohl, da war doch einer, der hatte mir irgendeine Waffe verkaufen können. Da brauchte man nur 20. Ich glaube, das Geld werde ich investieren, und zwar beim Kuno. Das mache ich jetzt. Also, das soll es mir echt wert sein. Sonst kommen wir nämlich hier gar nicht weiter. So, Kuno. Ich habe gehört, du hast eine Waffe, bei der ich mit meiner bis jetzigen Stärke... Zeig mir deine Ware. Erwerben kann. Und zwar, was haben wir denn hier? Schaden 60, benötigte Geschicklichkeit. Na, da brauche ich gar nicht weiter gucken. Dann den Wolfs. Und zwar den Wolfszahn. Der macht nämlich schon ordentlich Schaden. Und der kostet 550 Gold. Den nehme ich. Warum nehme ich den hier? Weil ich mir das Gold zusammengeklaubt habe. dank Marbot. Ich finde das gut. Dann werden wir uns auch den Wolfszahn mal schön anlegen. So. Das liegt zack, angelegt. Oh, jetzt können wir loslegen. Jetzt wird aufgeräumt, Teil 3477. Wir gehen nochmal runter zum Dorf. Nicht vergessen. Wo ist denn hier das Dorf? Ach, das war ja sowieso die 6, muss ich mir mal merken. Ja. Auf zum Dorf. Ja. Nee, ich will hier noch nicht. Ich möchte hier eine schöne Waffe ziehen. Mal gucken, wie sehe ich denn aus hier im Einhand? Das war genauso, wie du sagst. Ein paar Trockenübungen, immer noch so. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Naja. Das war genauso, wie okay, du die sagst. Trockenübung soll es jetzt gewesen sein. Oh, Leute. Diese Ecke wieder. Leute, diese Ecke wieder. Ihr kennt die Ecke, ne?
Aber diesmal können wir uns ein bisschen weiter vorwagen. Ach ja, da sind dann noch Gobos, oder? Nee, ne? Leute. Ach ja, sollten wir erstmal gucken, was so in der Ferne alles ist. Oder nicht ist. Okay, hier ist nichts. Hier ist alles weg. Hier, guck. Da liegt auch ein Gäubelchen. Da ist nichts zu holen. Da kann man auch nichts holen. So, hier waren ja die Lurker. Genau. Oh. So, ich war der Meinung, dass es hier noch ein bisschen was zu pflücken gibt. Richtig, eine Pflanze. Junge Adanos. Nichts zu holen. Wenn man mal wieder nichts holen kann. Oh. Nichts zu holen. Aha, der Keiler ist hier hingespawnt worden. Obwohl ich den, wo habe ich den denn? Die habe ich denn da hinten da in der Hütte, habe ich den doch. Altes Sägerhaus habe ich den doch. Ja. Ich sehe was. Da ist nichts zu holen. So, so. Gut. Da ist nichts zu holen. Ja. So, ich weiß, hier waren auch noch mindestens ein junger Athanos-Lurker. So. Und, oh, ein Goblin im Baum oder was? Oder oben auf dem Fels. Aber hier war unten auch noch was. Ja, ein Athanos-Lurker ganz da hinten. Okay. Ach, die Gobos vernichten die. Okay, dann will ich mal gucken. Hier war was Rotes, ne? Nee. So, mal gucken. Los, komm. Hab hier einen Wolfszahn. Jetzt bewegt er sich. Aber ich hab noch nie so viel. Nö, ne? ja. Das war nicht so pralle. Eben. Wo waren denn noch Scavies? Die waren da hinten, ne? Jetzt sollte ich mich erstmal an die Scavies wagen. Da ist ja wieder ein Keiler. Oh, ich bin umzingelt. Ist doch wieder was. Ist das ein Junge? Ne, das sind ganz normale Athanos-Lurker. Die vorher nicht da waren. So, Keiler, aha. Das ist doch wieder. Das ist doch wieder. Ich bin hochkonzentriert, deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich einfach mal so mitten im Satz aufhöre. Wenn, wenn ihr mal so aufmerksam durch einen richtigen Wald geht, hört irgendwelche Geräusche, sei es knarrende Bäume oder so. Das ist richtig klasse. Also ich gehe mal hier wieder raus, weil ich mal rumschwimmen will. Und bei der Gelegenheit können wir mal gucken, ob wir irgendwelche Juwelen finden, die wir bei Jutta, glaube ich, erstanden haben. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So, man erzählt sich ja so einiges. Wer ist Ette hier? Witz. Hey du! Okay, noch nix. So. Und das war's diesmal für diese Folge, für die 20. Folge. Es ging heute ein bisschen flüssiger. Ach, da ist Fisch. Dann nehmen wir nochmal einen Fisch. Was hat er in der Hand? Ein Pfeil. Das war's für die 20. Folge. In der nächsten Folge werden wir mal hinten rumschwimmen, so da wo die Scavies sind und die anderen Kreaturen. Vielleicht sind die ein bisschen einfacher. Wir haben eine neue Waffe. Wir haben Marbots Zimmer geplündert und uns rausreden können. Okay.
nette Kommentare, schöne Daumen nach oben und ich wünsche euch was und subscribed und genießt den Tag. Ciao.